wunderschönen guten Tag heute hier aus Berlin. Und wie angekündigt ist mein Gast Andres Feil. Hallo. Ich grüße Sie. Ja. Du hat mir gesagt, ne? Bleiben wir doch beim Du. Ja. Du hast aktuell so ein Stück am Laufen, das Himbeerreich, wenn man so ins Netz guckt, alles ausverkauft bis April. Über den Erfolg könnten wir reden, aber das schiebe ich jetzt mal ein bisschen weg. Worum geht es im Himbeerreich? Es geht für mich darum, dass ich Menschen zum Reden bringe, mit denen ich normalerweise nie reden würde, nämlich Banker. Also meistens waren es sehr viele Vorstandsmitglieder, Ältere, die für mich eine große Verantwortung getragen haben, weil sie das Investmentbanking über Jahre, Jahrzehnte vorangetrieben haben, uns auch ein Stück weit das eingebrockt haben in der Situation, mit der wir heute zu kämpfen haben, nämlich dass Milliarden von Steuergeldern in dieses System reingepumpt werden mussten und immer noch müssen. Und mich hat interessiert, wie sehen die sich selbst? Was bedeutet das für sie, wenn sie zurückblicken? Gibt es sowas wie Verantwortung? Gibt es sowas wie, ich will jetzt vielleicht gar nicht sagen Reue, aber Schuld? Oder reden die sich um Kopf und Kragen? Das heißt, ich habe da irgendwann mal ein Tonband laufen lassen, weil klar war, drehen, also filmen, so wie wir jetzt hier sitzen, wäre undenkbar, weil die Angst haben, weil die möglicherweise dann zur Rechenschaft gezogen würden, wenn sie jetzt über konkrete Deals sprechen. Das heißt, ich musste sie anonymisieren und dann habe ich das abtippen lassen. Das waren so 1400 Seiten und habe aus diesen ganzen Texten ein Stück gebastelt, wo ich versucht habe, für mich so eine innere Wahrheit, also Treibsätze, warum sind die so geworden? Ja, was hat die angetrieben? Ist es wirklich Gier alleine? Ist es, was heißt Macht? Was heißt Macht, wenn ich an einem Tag mit zwei Unterschriften 500 Millionen bewege? Ist es ein Kick? Was ist es für ein Rauschzustand, so viel Geld um den Globus zu schicken? Und ist ihnen bewusst, was sie tun? Also das waren so meine Fragen, die ich so an sie gerichtet habe. Und dadurch ist nach und nach dann eben dieses Stück entstanden. Bist du jetzt sowas wie, es gibt ja so Frauenversteher, bist du sowas wie ein Bankerversteher? Ja, also ich glaube, verstehen alleine, das, ich bin ja jetzt nicht der Analytiker, der Banker oder der Beichtvater, der jetzt sagt, jetzt erzählt mir mal alles. Da ist ja bei mir auch ein Zorn dabei. Also ich bin ja jemand, der da nicht einfach nur neutral da sitzt und sagt, so, jetzt kippt mal aus, was ihr da zu sagen habt. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto fassungsloser wurde ich. Also es fing für mich schon vor 10 Jahren an. Da habe ich für ein anderes Projekt jemanden in der Deutschen Bank getroffen, für Blackbox BRD, der mir damals sagte, ja, also natürlich sehen wir das, wohin die ganze Fuhre geht, nämlich gegen die Wand irgendwann. Das Geld entwickelt sich aus sich selbst heraus, losgelöst vom Produktivvermögen, und das kann nur eine neue Blase bilden, wir wissen nicht welche, und irgendwann platzt die. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und, was heißt denn das, wenn Sie das so klar sehen? Und dann sagt er, ja, wir melken die Kuh, solange sie Milch gibt. Und wenn nicht, dann, wenn sie keine Milch mehr gibt, wetten wir dagegen, dass sie keine Milch mehr gibt. Also wir wetten auf den Abgrund und ziehen dann da unser Geld raus. Und dann habe ich gefragt, ja, wenn sie auf den Abgrund wetten, dann müssen sie ja ein Interesse haben, dass dieser Abgrund auch tatsächlich eintritt. Und da sagt er, genau so ist es. Ja, also, und vorher mit wehenden Fahnen wird gefeiert, ja, auch auf dem Weg in den Abgrund. Und diese Klarheit und dieser Zynismus, also ich bin rausgegangen und war erstmal fassungslos, und das war lange vor den Krisen. Ich habe einfach gedacht, ich muss mich damit beschäftigen. Also es kann nicht sein, wenn das so klar ist, warum steht es nicht in den Zeitungen? Ja, das ist ja eine ganz klare, sehr nüchterne Analyse, dass wir auf diese Krise zulaufen. Warum bin ich jetzt der Einzige, der das weiß? Es wissen doch bestimmt sehr viel mehr. Warum wird nicht drüber nachgedacht? Warum wird das alles gefeiert? Warum wird weiter dereguliert? Und das war für mich der Anfang, wo ich dachte, ich als jemand, der Dokumentarfilme macht, als Künstler, also ich muss mich damit beschäftigen.
um was zu erreichen? Ich glaube, das Erste ist, ich gehe mal von mir aus, erstmal zu begreifen, was überhaupt passiert. Das heißt, es nützt ja jetzt nichts, antikapitalistische Parolen alleine zu schwingen, wenn ich nicht begreife, wie dieses System funktioniert. Also erstmal eine Diagnostik zu betreiben, das heißt, sehr genau hinzusehen. Also das, was der Banker mir da erzählt hat, war ja in 5 Sätzen eine knallharte Analyse. Ja, und das zu vertiefen, das heißt, ich habe erstmal angefangen, den Wirtschaftsteil auch zu lesen, beziehungsweise dann einfach weiter zu fragen, Leute zu treffen und zu sagen, ich als Künstler muss in dieses abstrakte Denken rein. Das heißt, es ist ja ein Denken, was einen abschreckt. Ja, Algorithmen, Zahlen, merkwürdige Begriffe, Derivate, Volatilität. Das sind ja alles Dinge, wo ich nicht gerne jetzt von mir aus Zeit mit verbringe. Und vor allem noch als jemand, der Kunst ist ja was Sinnliches, ja, aber egal ob es Theater oder Film ist, es sind Räume, es sind Gefühle. Und das hat weder was mit schönen Räumen zu tun, also man sieht von außen diese Glaspaläste und innen irgendwelche Menschen am Computer sitzen und irgendwelche Zahlen sich zurufen. Das heißt, es ist weder erotisch noch sinnlich noch in irgendeiner Weise erregend, sondern es ist stocknüchtern. Und gleichzeitig ist das, was in dieser Stocknüchternheit passiert, hat so fatale Auswirkungen, dass ich gesagt habe, ich muss diese Nüchternheit in irgendeiner Weise daraus auch eine Form machen, aus dieser Abstraktheit. Und das war die Herausforderung, indem ich es leicht begreife, kann ich andere ermuntern, es auch begreifen zu wollen. Und dann eben nicht mehr zu kapitulieren. Ich habe da so viele Leute um mich herum, und das kann ich verstehen, die zwischendrin gesagt haben, ich verstehe es eh nicht, ja, soll man jetzt Griechenland unterstützen oder nicht, irgendwas spricht dafür, irgendwas spricht dagegen, mir schwirrt der Kopf und es ist so kompliziert, dass ich mich täglich nicht neu frustrieren lassen will, also sage ich einfach, das muss ich Technokraten, das muss ich Fachleuten überlassen. Und das ist für mich eigentlich die eigentliche Gefahr, dass wir uns zurückziehen und sagen, wir verstehen es nicht. Das ist für mich das Ende von einem demokratischen Prozess. Also wenn dieser Rückzug passiert in den Köpfen und die Kapitulation vor der Kompliziertheit der Welt, dann wem überlassen wir es denn? Wir überlassen es dann Leuten, die damit immer eigene Interessen verbinden, ja, die nach außen sagen, es ist zum Wohle aller. Aber natürlich sind es Lobbyisten, die partiell dann das Interesse ihrer Bank, ihres Verbandes dementsprechend präsentieren. Und ich sehe es ja, ich sehe es an ganz nüchternen Abläufen, dass nicht mal Abgeordnete mehr wissen, was sie unterschreiben. Oder sie gar nicht rebellieren, wenn sie außen vor gelassen werden. Also Beispiel Bankenrettungsfonds, da sitzen Abgeordnete und unterschreiben, sagen, ja, es muss schnell gehen, wenn wir die Banken jetzt nicht retten, dann ist alles zu spät, also wird unterschrieben. So. Und das Kleingedruckte heißt es, ja, das sind Geschäftsgeheimnisse, nämlich mit welchen Bedingungen holt sich eine Commerzbank hier mal 5 Milliarden, da mal 18 Milliarden, mit welchen Bedingungen, unter welchen Bedingungen wird jetzt nachgeschossen an eine Bad Bank letzten Sommer, Juli, 9,8 Milliarden. Das weiß kein Abgeordneter, weil das heißt dann, das ist zwischen der Bank und dem Bankenrettungsfonds, sind das Internas, unter welchen Konditionen dieses Geld gegeben wird, das Geschäftsgeheimnis. Es sind aber 9,8 Milliarden Steuergelder. Ja, das heißt, wir regen uns zu Recht auf, wenn ein Flughafen 250 Millionen teurer wird, dann ist Aufstand. Und 9,8 Milliarden, das ist eine Zeitungsnotiz. 12 Zeilen. Wird im Sommerloch mal schnell gemacht, Leute sind im Urlaub oder haben gerade Fußball geguckt. Im Wirtschaftsteil 10 Zeilen, 12 Zeilen, irgendwo 9,8 Milliarden nachgeschossen. Kein Abgeordneter kontrolliert es. Wir nehmen es zur Kenntnis und denken, naja, das sind halt mal wieder 9,8 Milliarden. Es geht ja eh schon immer um 500 Milliarden. Was sind da 9,8 Milliarden? Das heißt, wir haben vollkommen die Beziehung verloren zu den Größen, die hier gerade über den Tisch geschoben werden. Und das ist für mich das Ende von Demokratie. Das heißt, es geht nicht nur um irgendwas, sondern es geht für mich um ganz elementare Dinge. Und es ist zumindest der Versuch, erstmal selbst was zu begreifen und meine eigene Fassungslosigkeit dafür eine Form zu kriegen. Das ist ja dramatisch. Man kennt sich ja mit Dramaturgie aus. Ist die Demokratie wirklich einfach gefährdet jetzt?
sie ist wirklich gefährdet, weil hier an denjenigen vorbei, die diese Entscheidung fällen, werden die eigentlichen Dinge dann entschieden. So, das heißt, es sind Technokraten, es sind Lobbyisten, die diese Details aushandeln. Und ich kann alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen. Dann geht ein Abgeordneter hin und geht vielleicht in diesen oder jenen Ausschuss. Aber was nützt es, wenn er das A nicht versteht? Sagen mir auch viele ganz offen, das ist zu kompliziert. Selbst mit Referenten, die haben so viele Dinge vorzubereiten, das durchdringen nicht mal die Referenten. Und B, wenn sie eben selbst dann das Kleingedruckte gar nicht mehr beeinflussen, dann denke ich, warum soll ich jetzt dieses Kreuzchen machen, wenn die eigentlichen Entscheidungen andere treffen, nicht diejenigen, die ich hier ins Parlament reinwähle. Und damit ist ja der Sinngedanke zumindest einer repräsentativen Demokratie nicht mehr erfüllt. Dann ist die Frage, was sind die Alternativen? Also wie kann sowas verhandelt werden, dass wir wieder eine Transparenz herstellen, dass wir wissen, was mit den Geldern passiert, dass es nicht heißt, dass es kleingedruckt ist und das ist Geschäftsgeheimnis, sondern das offengelegt wird. Jetzt gibt es einen Bankenrettungsfonds, jetzt sollen die spanischen Banken, die griechischen ohnehin, bald die portugiesischen, welche Banken auch immer gerettet werden, um mal erstmal deutlich zu machen, ja, welche Gelder sind das, wenn da Steuergelder hinkommen, was passiert da eigentlich, wohin fließt dieses Geld? Meistens fließt es ja dann an zum Beispiel die Deutsche Bank, an andere Kreditinstitute, also wir finanzieren die Fehler von großen Kreditinstituten. Die haben falsch investiert, die sind möglicherweise dann in einer Schieflage. Wir wollen das verhindern, heißt es. Sonst gibt es einen Dominosteineffekt. Eine Bank fällt, die nächste fällt dann auch. Das ist ja das Drohszenario, womit die Politik erpresst wird. Und dann handelt die Politik und sagt, gut, wenn es dieses Erpressungspotenzial gibt, müssen wir eben diese Banken retten mit Steuergeldern. Warum haften nicht die Aktionäre? Das ist eine ganz einfache Frage. Wenn die Bank einen Fehler macht, könnte man sagen, das ist das Problem der Bank. Dann muss eine Kapitalerhöhung her, dann müssen die Aktionäre eben bluten, dann verlieren die einen Teil ihres investierten Geldes. Deren Problem, nicht meins. Das wäre jetzt dein Interesse. Ich frage mich, was ist das? Du hast Geld bei der Deutschen Bank und deshalb ist es nicht deins. Wie viele Aktien hast du? Ich will zu den Interessen kommen, weil wir sehr viel über Interessen reden die ganze Zeit. Aber bevor das kommt, stelle ich mir die Frage, ich meine, ich mache so Interviews in einem YouTube-Blog. Du machst Theaterstücke. Was sagt das über eine Zeit aus, dass wir durchgehend über Banken in einem Interview reden? Also, wieso müssen wir uns damit beschäftigen? Weil diese Banken eben dafür sorgen, dass irgendwann bestimmte Dinge in diesem Land nicht mehr funktionieren, weil kein Geld da ist dann für Bildung, für neue Investitionen, für Forschung. Also diese Schulden, die sind ja nicht jetzt irgendwelche abstrakten Größen, sondern die führen dazu, dass dann irgendwann massiv gekürzt wird oder wir kriegen eine gigantische Inflation. Ja, das heißt, dass dann verbunden mit einer Rezession eine große Arbeitslosigkeit kommen wird, dass diejenigen, die eben nicht die Möglichkeit haben, das in Häuser oder in Grundstücke zu investieren, in die Röhre gucken. Das heißt, wir sehen es ja in Griechenland, was es bedeutet, eine gigantische Rezession. Da blutet der Mittelstand aus, da blutet Leute wie du und ich, die irgendwo sich durchwurschteln, kriegen dann genauso Probleme, weil sie dann die paar Subventionen, mit denen wir jetzt hier den Kaffee und das Apfelsaftschorle gut finanzieren können, dann einfach nicht mehr stattfinden, weil dann einfach kein Geld für sowas mehr da ist, weil dann heißt es, das ist Luxus. Kultur ist Luxus. So. Und die Entwicklung sehe ich kommen und das heißt, wenn ich es kommen sehe, fühle ich mich verpflichtet zu sagen, stopp, so geht's nicht. Also wir sehen ja, dass die Interessen, von denen wir vorhin geredet haben, gut organisiert sind und erfolgreich sind. Jetzt hast du ein Interesse angekündigt von den Aktionären und es kann sein, dass es noch viele andere Menschen gibt, die ebenfalls Interesse haben, das in eine gesellschaftsdienende Form zu bringen. Glaubst du, die sind ähnlich gut organisiert oder mangelt es an Vernetzungskraft auf der Ebene? Ich glaube, es gibt ja gute Ideen.
sind ja, ich halte auch überhaupt nichts davon zu sagen, so, wir sind da ohnmächtig, das sind so Glastürme und da ist dann die große Macht und praktisch eine Verschwörung, die dich und mich versuchen klein zu kriegen. Ich glaube, es gibt ja Ideen, dass Geld für sich genommen erstmal ja nichts Schlechtes ist. Das heißt, es ist einfach die Frage, wie Wasser in der Wüste, wohin wird es gelenkt und mit welchem Interesse. Das heißt, wenn du oder ich, wenn wir jetzt eine Idee haben, was man mit Geld Sinnvolles machen kann. Meinetwegen, ein Freund von mir sagt, Energie dezentral. Warum können wir nicht auf jedem Masten, wo Strom durchs Land geleitet wird, einfach ein Windrad draufsetzen, ja, auf jedes Hausdach eins, ein kleines. Ja. Kleine Windräder haben den Vorteil, dass sie schneller angetrieben werden. Jeder kann ein bisschen Energie dafür miterzeugen, entweder wenn es das eigene Hausdach ist, wenn es zu viel ist, was die Waschmaschine braucht, dann kriegt es der Nachbar. So, einfache kleine Ideen. Warum setzen sie sich nicht durch? Weil es wieder größere Interessen gibt, die sagen, ja, wir wollen das lieber als Monopol betreiben. Wenn hier jeder dezentral was erzeugt, verlieren wir natürlich Einfluss. Ja, wir verlieren Märkte. So. Also geht es darum, in der Tat, wie du sagst, für mich, ja, wie kann das organisiert werden? Wie kann eine Bank sinnvoll das Geld dahin bringen, wo es gebraucht wird und nicht nur, wo es die meiste Rendite bringt? So, und es gibt ja andere Banken, die das versuchen. Also ich will das jetzt nicht glorifizieren, Bank ist Bank, aber erstmal geht es ja darum, Menschen zusammenzubringen, das wäre für mich eine gute Bank, eine Art von Matchmaker, nämlich das ist eine super Idee, ja, Beispiel jetzt diese kleinen Windräder auf die Strommasten, so jetzt muss man die Konzerne überzeugen, dass das Sinn macht, weil allein in den Leitungen die Hälfte des Stroms einfach in den Leitungen sozusagen verpufft. Dann könnte man einen Teil davon wieder zurückgewinnen und dann würde die Landschaft nicht überall verspargelt werden, weil da, wo Masten sind, kann man es gut draufsetzen. Jetzt eine banale Idee, wo ich denke, aha, das macht Sinn, warum passiert es nicht? Es verstößt gegen Interessen, also muss man so viel Druck ausüben, dass diese Interessen, dieser Lobbyismus gebrochen wird und so eine Idee sich durchsetzen kann. Dafür braucht man eine Bank. Ja. Dann würde ich sagen, gut, es gibt, dann würde ich eben nicht zur Deutschen Bank gehen, sondern zu einer anderen. So. Und wenn es die Bank nicht gibt, dann müssen wir halt eine gründen, ja, die anders funktioniert. Das kann man natürlich ketzerisch fragen, gibt es im Falschen überhaupt das Richtige? Ja, das ist sozusagen der Fatalismusgedanke, ja, in diesem System kann nur eine Bank überleben, die mit den gleichen Scheißmitteln arbeitet wie alle anderen auch, sonst geht sie nämlich drauf, sonst ist sie ein kleiner Fisch im Haifischbecken und wird gefressen, ja, wird ganz schnell Übernahme sonst, und die Leute verlieren ihr Geld, also muss man dann zusammenarbeiten wieder mit der Großen und dann haben wir das gleiche Problem wie immer. Also die Gefahren sehe ich. Ich glaube, was wichtig wäre, ist, und das trifft so die Frage von dir, wie kann man Informationen vernetzen, also wie können Leute, die im Haifischbecken sich auskennen, ihr Wissen jetzt zum Beispiel an eine kleinere Bank, die anders arbeitet, so weitergeben, dass diese kleine Bank in 10 Jahren noch vorhanden ist. Und wir wollen ja aus unserem Interesse eine transparente Verschwörung formen. Ja. Wie kriegen wir diese Verschwörung hin? Ich frage mich, wo bleibt die Empörung? Also ich meine jetzt nicht diese Occupy-kurze Nummer und Piraten-kurze Nummer, sondern ich meine Wasser privatisiert und monopolisiert sich, Luft, Sonne, es geht mir nicht mal mehr jetzt um Atomkraftwerke, die explodieren, Menschenrechte oder sonst was, sondern Ressourcen, die allen Menschen gehören, monopolisieren sich und privatisieren sich. Wo bleibt die Empörung einer großen Verschwörung? Wo ist sie? Ich glaube, es kann nur mit einem Stück Hefe, vergleiche ich das immer. Es können nur kleine Hefebröckchen sein, die dann den großen Teig aufblähen, so nach und nach. Also ich bin da trotzdem Optimist, weil es gibt ja genügend Leute, die ich kenne, die versuchen es anders zu machen. Und das sind für mich immer so diese kleinen Hefestückchen, die im richtigen Umfeld, bei der richtigen Temperatur kann das aufgehen. Also dann werden die Netze stärker. Ich glaube, das Problem ist der lange Atem. Also dass wir einfach uns immer wünschen, dass es sofort passieren muss und sofort Ergebnisse da sind und sonst wird nach einem halben Jahr dann aufgegeben und ich muss wieder gucken, wie ich mein Leben jetzt hier verdienen kann. Also diese ganz schnelle Resignation. Also ich glaube, man braucht den langen Atem und man braucht immer wieder Menschen, die
ob das jetzt eine Empörung ist oder zumindest eine nüchterne Analyse, es geht anders. Man kann das anders machen. Das sind gute Ideen und ich bleibe dran. Und ich kenne eine Handvoll Leute, die da sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn der Lobbyismus jetzt von einer, das jetzt ein Konzern ist oder ein größeres Unternehmen, dann mal wieder eine Idee in die Tonne tritt, einfach durch die Wucht ihrer Macht. Muss man wie der Wettlauf zwischen Hase und Igel halt schneller sein und von der anderen Seite wieder angreifen. Du glaubst da nicht dran? Das weiß ich nicht. Also wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich hier nicht sitzen und hoffnungsvoll fragen. Ja, vielleicht muss man durchhalten können. Mich interessiert, wir haben vorhin festgestellt, bevor es losging, dass wir einen gleichen Artikel gelesen haben vor wenigen Tagen in der FAZ, Land unter Griechenland. Du hast gerade angesprochen, der Mittelstand verflüchtigt sich. Also es ist gar nicht mehr, es sind nicht nur die blöden Armen, die arm sind, sondern der Mittelstand. Was bedeutet das eigentlich bei den konservativen bürgerlichen Kräften in Europa? Wenn die wahrnehmen, da sind verantwortungsvolle Mittelschicht betroffen. Es gibt, glaube ich, zwei Entwicklungen. Das eine ist panisch nach unten treten, sich um jeden Fall abgrenzen, alles tun, um nicht selbst betroffen zu sein. Das heißt, Ressentiments nehmen zu, eine Form von panischen Überlebensstrategien, die dann auch durchaus ins Halbkriminelle reingehen, also nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, ich will nicht da mit in diesen Strom runtergerissen werden ins Nirvana. So, das ist das eine, und es gibt ja auch andere, die dann sagen, gut, wenn das so ist, vielleicht ergibt sich daraus ein bestimmter Druck, weil es gibt in einer Gesellschaft keine Gruppe mehr, die vermitteln kann. Ja, es gibt eine kleine Oligarchie, die ganz viel besitzt, und es gibt die 80-90%, die eben nichts mehr besitzen. Und damit könnte ja rein theoretisch ein Wahnsinnsdruck aufgebaut werden, ein wirklicher Veränderungsdruck, weil klar ist, diese 10 oder 15% ganz oben, die kriegen es mit Angst zu tun. Die wissen, sie müssen jetzt Kompromisse machen. Angst ist aber auch bei den 90%. Genau, es aber es ist nur noch Angst. Eigentlich. Ja, aber die Frage ist ja rein theoretisch, diese 90%, ja, wenn sie sich zusammenschließen würden und sagen, gut, wir wollen jetzt andere Gesetze, wir wollen eine andere Beteiligung dieser 15%, wir dulden es nicht mehr, dass das Geld ins Ausland transferiert wird, dass hier nebenan reiche Griechen Wohnungen kaufen. Das müsste ja eigentlich hier genauso hinterfragt werden, mit welchem Geld werden hier Wohnungen gekauft und damit auch Mietpreise hochgetrieben. Wo geht es denn, wo ist es denn versteuert worden, dieses Geld? Ist ja ganz sicher nicht, ja, aber das fragt ja niemand. Das heißt, von verschiedenen Seiten, also auch wir hier in Berlin könnten ja hinterfragen, wer kauft denn hier eigentlich die Wohnung, ja, und woher kommt genau dieses Geld? Ist es denn offen? Ja, kann man das nicht nachvollziehen? Fragt es denn jemand, von welchem Schwarzgeldkonten das kommt, aus der Schweiz oder wird hier in bar bezahlt? So, also all diese Fragen, das wäre möglich, wenn da in gemeinsamen Interessen festgestellt werden. Und die gibt es ja, also dieses Beispiel, ja, dass hier ja auch mal einfach ein Druck ausgeübt wird und zu sagen, okay, wir wollen, wenn hier Wohnungen gekauft werden, wollen wir wissen, ob das versteuert wurde, woher kommt das Geld? Ganz einfaches Beispiel. Das heißt, von daher gibt es ja gemeinsame Interessen, die sich aber in der Regel nicht formulieren, weil jeder mit sich beschäftigt ist. Ja, wir sagen hier, okay, wir wollen niedrige Mieten, aber das merkwürdigerweise dann zusammengeht mit griechischen Interessen. Diese Verknüpfung wird nicht gemacht. Warum wird sie nicht gemacht? Weil es zu wenige wissen oder weil zu wenige diesen Zusammenhang herstellen. Stattdessen gibt es ja immer, also wie viele Leute glauben an diesen ganz einfachen Medienkampagnen, ja, die Griechen sind faul und die wollen nur unser Geld haben. Man muss ja einfach nur mal hingucken, was ist es eigentlich für Geld? Ja, den Griechen wurden vor 3 Jahren Panzer verkauft für fast 1 Milliarde. Deutsche Stahlindustrie, deutsche Panzerindustrie und so weiter. Die wollen natürlich ihr Geld haben. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bailout machen, wenn wir jetzt sagen, wir garantieren und geben da, unterstützen griechische Banken und den griechischen Staat, wohin fließt das Geld? Das fließt ja eben nicht in die Suppenküche. Ja, das fließt erstmal zurück, nämlich hier an deutsche Unternehmen. Das heißt, der erste Gedanke ist das Gegeneinander ausspielen, dass das beendet wird, dass einfach gesagt wird, gut,
Wer hat was davon? Wir haben erstmal was davon, nicht der griechische Staat, auch nicht der griechische Bürger. Und mit wir auch nicht der deutsche Bürger. Auch Punkt 2, ja. So, was passiert? Eben, warum hat der griechische Staat das Problem? Weil 250 Milliarden erstmal auseinandertransferiert wurde. Ja, was passiert mit dem Geld? Das liegt dann irgendwo in der Schweiz oder in Dubai oder in Liechtenstein. So, irgendwann wird es ins Köfferchen gepackt und hier werden Wohnungen gekauft. Ja. So, das heißt, das hängt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, jetzt komme ich zurück, dass es einfach nur wichtig ist, das eine Wissen mit dem anderen zusammenzubringen. Und wenn man A und B kombiniert, wird plötzlich klar, dass es da gemeinsame Interessen gibt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diese gemeinsamen Interessen zuspitzen und über die Grenzen hinaus auch wieder ein anderes Europa glauben, dass dieses elende Auseinanderdividieren ein Ende hat und das deutlich wird, wir haben sehr viel mehr gemeinsam, als uns tagtäglich hier verkauft wird. Jetzt haben wir so viel über Banken, Finanzen, Geld, Wirtschaft geredet und fast so wenig über Andreas Feil. Ja, das bin ja ich. Das ist ja das, was mich umtreibt. Ja. Also du kommst ja aus dem mittlerweile Kernland der Grünen bei Stuttgart. Was gibt's da zu sagen? Und eroberst hier die Theater. Ich meine, du hast dann Dokumentarfilme und so gemacht, aber jetzt das Theater, die Arbeit mit Künstlern, die Arbeit mit Schauspielern. Wie läuft das eigentlich ab an so einem Theater? Wenn man mit so einem Thema reingeht und nicht so ein Stück hat, sondern da kommen Schauspieler spielen, Banker, die über sich reden. Also irgendwas muss ja einen da anders treiben als alle anderen. Ja, ich habe ja erstmal Schauspieler gesucht, die das Thema interessiert. Also ich hatte einige, die gesagt haben, ja, das ist mir alles zu öde, zu abstrakt. Ich brauche da klare Emotionen oder eine Liebesgeschichte. Das kann ich nicht spielen. Also die fielen dann raus oder andere habe ich erst gar nicht angefragt. Das heißt, es war eine ziemlich lange Suche. Ich habe ein Jahr die richtigen Schauspieler zusammengesucht, die da eine Neugierde haben, die sich mit so einer sperrigen Materie gerne beschäftigen wollten. Und dann war es in der Arbeit durchaus auch kompliziert, weil wir ganz viel gesucht haben. Also es war ja so, dass wir immer wieder Begrifflichkeiten geklärt haben. Warum sage ich jetzt diesen Satz? Warum sage ich den so? Also es ist viel komplizierter, glaube ich, als ein Shakespeare oder auch ein Ibsen zu machen, weil da liegt so eine emotionale Struktur ja schon vor und hier mussten wir die bearbeiten oder erarbeiten und suchen. Und das war aber gerade deshalb eine ganz spannende Arbeit. Also ich bin jeden Tag gerne auf die Probe gekommen, weil es immer wieder ein Abenteuer war. Ein Abenteuer auch in den Widerständen. Ja, ich kann das nicht sagen, weil ich will das auch so nicht sagen. Und das ist ein Scheißsatz, und kann man den nicht streichen? Da sage ich, nein, den kann man nicht streichen, der ist wichtig. Weil nur wenn du diesen Satz hast, kapierst du, was uns in den Abgrund führt. Also was hat das mit dem Abgrund zu tun? Dann habe ich es nochmal erklärt und dann plötzlich war mir klar, dass noch ein Zwischensatz fehlt. Wenn der nämlich nicht drin ist, wenn der Schauspieler es nicht versteht, dann versteht es der Zuschauer auch nicht. Das heißt, die Schauspieler waren für mich auch ein Garant einer Übersetzung. Also diese komplizierte Materie so in Worte zu fassen, wenn man den Schauspielern beim Denken zusieht, kann man was begreifen. Und ich wollte, dass die Schauspieler diesen Text denken können. Nicht, man kann den ja absondern wie ein Maschinengewehr. Zack, zack, zack. Und dann rauscht es vorbei und ist mehr so ein Percussion-Rhythmus-Instrument. Aber du verstehst nichts mehr. Und das heißt, wenn die Schauspieler es kapieren, kapiert es der Zuschauer auch. Und das war mein Wunsch, dass ich in den anderthalb Stunden, indem ich es begreife, nicht nur die Abgründe reinblicke, sondern auch sehe, es ist nicht ein abstraktes System, sondern es sind Menschen, die in einer bestimmten Situation Entscheidungen treffen und sich anders hätten entscheiden können. Und was heißt es, wenn sie sich anders entscheiden können, dann tragen sie Verantwortung für das, was sie tun. Das heißt, man kann jede Entwicklung festmachen, auch an Personen, ja, was ja immer ein Widerspruch ist. Weil das heißt, es ist ein System und Personen sind austauschbar. Wenn der nicht da ist, macht es jemand anders. Stimmt, aber es gibt eine Vorstandssitzung und da wird abgestimmt. Und warum ist das einstimmig? Ja, obwohl eigentlich jemand ganz klar formuliert, er ist dagegen. Ja, und trotzdem hebt er die Hand. Warum tut er das? Ist das Gruppendruck?
ist es die Angst vor Konsequenzen. Aber was, jemand, der 2 Millionen im Jahr verdient, wovor hat der noch Angst? Ja, und da wird es ja interessant, ja, weil dann ist man in einer ganz universellen Frage, nämlich von Anpassung, Opportunismus, Feigheit, Nicht-Heldentum und damit bricht man es runter in eine Zugänglichkeit. Dann sind es nicht nur algorithmische Computer, die Entscheidungen treffen, sondern letztendlich Menschen, die man zur Verantwortung ziehen kann. Es gibt so eine eigene Definition von Erfolg bei Künstlern, aber du hast hier diese Mainstream-Definition von Erfolg. Also die drückt sich in Zahlen, in Kritiken und im Gefeiertwerden aus und das wirst du alles exorbitant. Nein, nicht nur. Ich meine, ich habe auch viele Verrisse gekriegt, ja, muss man auch sagen. Also es ist sehr, sehr kontrovers diskutiert. Aber wie groß ist die Freude, wenn man mit so einem Thema so einen Erfolg fährt? Ja, das freut mich, dass die Menschen kommen. Das ist, glaube ich, wichtig und dass sie mir schreiben, auch wenn sie Sachen ablehnen oder zustimmen. Also was ich will, ist ja so eine Reibung erzeugen. Also wenn ich jetzt nur gefeiert würde, dann wüsste ich, ich habe was falsch gemacht. Also ich will ja, dass die Leute, wenn die aus so einem Abend rauskommen, dass die am nächsten Tag noch damit beschäftigt sind, dass ich was querstelle, dass sie auch Ablehnung haben oder dass sie wütend sind oder dass sie das über das, was da verhandelt wird, nachdenken und darüber wütend sind. Weil das ist ja das, was bei mir auch passiert. Also ich will ja von dem, was mich umtreibt, von dieser Unruhe, von diesem Zorn, von diesem Nicht-Verstehen-Wollen und doch verstehen müssen, dass da was weitergegeben wird. Und weil ich mache mir nichts vor, Theater ist eine elitäre Einrichtung. Ja, da gehen vielleicht, wenn das Stück gut läuft, im Jahr 20.000 rein. Das heißt, es ist ja immer noch die Minderheit der Minderheit, aber dann komme ich wieder auf die Hefe. Also vielleicht sind diese 20.000, wenn da dann wieder was passiert und wieder bestimmte Leute neue Fragen haben und dann sagen, gut, dann machen wir eine Veranstaltung, wir machen ein Symposium, wir gründen eine Bank oder was auch immer. Also wenn das kleine Folgen hat, zumindest erstmal Sauerstoff in den Kopf reinpumpt, ja, dann ist es ja schon viel. Letzte Frage eben dazu. Jetzt habe ich gesagt, ausverkauft das Deutsche Theater, und was ist, wenn da ein Zuschauer oder ich selber da noch irgendwie reingehen will? Oder wie können wir das nochmal sehen? Ganz einfach, es ist jetzt erstmal bis, glaube ich, 1. April ausverkauft und jetzt in ein paar Tagen öffnet sich die Kasse wieder mit neuen Möglichkeiten, Karten zu bestellen. Es gibt auch günstige, das ist Gott sei Dank, das ist jetzt eben nicht nur da 20 Euro aufwärts. Ich glaube, ab 5 oder 6 Euro kann man reingehen. Das sind dann hoffentlich nicht die Plätze, wo man hinter der Säule den Kopf vorbiegen muss. Also das wird auch weiter gespielt. In Stuttgart leider erstmal nicht. Da kämpfe ich jetzt dafür, dass es in die neue Spielzeit übernommen wird von Armin Petras. Das ist ein Intendantenwechsel. Und es wird ja auch in anderen Städten in der neuen Spielzeit dann aufgegriffen. Also glaube ich, in Nürnberg, Aachen, Salzburg, Kassel. Also es läuft dann an einigen anderen Theatern auch, wo man es in der anderen Inszenierung dann auch sehen kann. Dankeschön für das Gespräch. Zum Schluss nenne ich noch 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Tragödie. Überwältigung, Drama und hoffentlich dann für mich und mein eigenes Leben und für die Welt immer noch einen guten Ausgang. Komödie. Die Leichtigkeit, also dass die nie verloren geht. Das heißt, dass der Humor manchmal am Abgrund ist und dass aber die unerträgliche Leichtigkeit des Seins uns weiter Kraft und Mut gibt. Dritter und letzter Begriff, Hoffnung. Das ist ja ein schönes Prinzip und ich finde, das ist für mich ein ganz elementarer Begriff, dass er mich antreibt, mir Energie gibt und dass es nie aufhören soll, die Hoffnung. Ich danke sehr für den Kaffee und das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich hoffe noch mehr, ich sehe bald das Theaterstück. Dankeschön und ich gerne. Danke auch euch, meine ja. lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist der Bürgerrechtler und Theologe Friedrich Schorlemann. Bis zum nächsten Mal.